aus der Kampfung. Also wir sind jetzt schon nur noch zusammen und naja. Na, das nächste Album. Das haben wir schon so gewünscht, danke. Bitte, dann machen wir auch so eine Kuss. Das ist voll lieb von dir, aber ich hab was aber? Weißt du nicht, oder was? Doch, aber ich hab schon welche mit der Josephine gekauft. Ja, wir können doch zu dritt, gell? Ich bin wieder das fünfte Rad am Wagen, das interessiert mich auch nicht. Sag doch nicht sowas. Ist nice. Ja, aber zum Beispiel zählen muss. Okay. Weg, wusste, dass ich wieder nur blöd nebenher renne. Du meinst, weil ich was. Was bist denn jetzt so Spaßbremsen? Kannst du die Eier bringen? Ja, er ist keine weibliche Begleitung geworden. Ich habe mit meiner Freundin geredet und nicht mit dir. Und aus dem, was bist du halt überhaupt dabei? Es war für dich okay, dass sie mitgeht. Ja, da habe ich nicht gewusst, dass meine Freundin ihr bester Freundin mehr mag als für mich. Meinst du jetzt? Ja, passt eh. Jenny, ich bin meist heim, oder? Ich bin geniert und möchte den restlichen Tag nur mit dir verbringen. Ich wollte eigentlich mit der Finny was trinken, gell? Ja, scheiß auf das Trinken, oder? Ja, kennst du nicht mehr um unsere Beziehung mehr bemühen, oder? Was? Ein Trinken ist jetzt echt nicht die Welt. Alter. Wenn du mir bist, ich meine, Entschuldigung. Alter, so schaut's eh aus, oder? Das ist jetzt echt schlimmer wie die 40 Weiber in der Hauptschule, echt. Nur scheiße. Willst du jetzt sagen, wir nehmen unsere Beziehung nicht ernst? Das hat nichts mit dem Ernsten nehmen zum Tor. Ich geh jetzt heim. Und wenn du es dringest und gehst du es dringest, ist mir scheißegal, aber du wirst das ganz einfach bereuen. Hey, wart! Wart, was soll das? Bleib still! Alter, reiß einfach hoch! Hallo, du, es tut mir echt viel leid von gestern, es war echt eine Scheißaktion von mir. Du hast dich wirklich ziemlich aufgeführt. Ja, was, aber es war einfach nicht mein Tag gestern und das habe ich dann nur so neu auslassen. Geschenke für Freunde besorgen und zum nächsten Mal fragen, was du mir helfen kannst. Nein, aber meine Freund da. Ja, komm schon bitte, du hast eh so einen guten Geschmack für ein Geschenk aussuchen. Macht's was? Gehen wir, oder? Tschüss. Gehen wir, oder? Mhm. Hey Jenny. Wir haben schon viel lange nichts miteinander gemacht. Zusammen halt. Und wir machen was.
gerade jetzt was. Ja, ja, aber willst du mir wieder weit wegfahren, so zu dem Sebastian, wo wir sie das erste Mal getroffen haben? Ja, voll gern. Ja, dann fahren wir das ist zweite Mal mit und zweite Mal dort und das Auto können wir von mir nehmen. Ja, sicher. Ja, passt. Dann fahren wir ca. eineinhalb Stunden oder so. Nehmen wir sonst zum Essen mit dem Auto. Dann fahren wir hin. Das ist aber super. Ja, passt. Machen wir. Hey, hallo! Was ist das? Gar nicht gewusst. Ja, ich bin mit Freund da. Aber die wollen leider schon wieder fahren, weil es schief werden sollte. Nicht. Anscheinend. Aber magst du mit uns zusammen da? Wir sind das ganze Wochenende da. Was echt? Man, ist halt voll geil! Ja, was spinnst du jetzt? Das soll unser schönes romantisches Wochenende werden und du hast den Kaugummi da jetzt da, oder was? Weil, wie redst du mit mir? Ja, redst du mit dir, weil ich es nicht da haben will. Ganz einfach. Okay, Jenny, gut. Komm. Ich hoffe mir auch, wenn der Freund seine Tage nicht mehr hat. Was soll das? Jedes Mal. Wir gehen nochmal ins Wasser. Gehst du mit? Nein, jetzt ist gerade so bequem. Aber geht durch, ich bleibe da. Was? Ey, was? Sei ruhig, was soll denn der Scheiß mit der Fini schon wieder? Was? Ja, das SMS da, was du gekriegt hast. Wir packen es zusammen, von heim interessiert der Scheiß nicht mehr. Aber. Komm. Okay. Deine Taschen. Ja, findest du das nicht viel Augenkontakt? Ich meine, überlege mal, was sie alles schon geleistet hat. Das ist schon immer normal, ich fühle mich richtig unwohl. Ja, voll, und wie der da durchdreht ist beim Konzert, ich habe mir gedacht, keine Ahnung. Das war ja voll arg. Ich weiß nicht leider. Wenn du es einfach beendest, ich meine, das führt dann zu nichts eigentlich, oder? Keine Ahnung, zu was denn fähig ist. Oder? Schau, aber. Ja, keine Ahnung, am Anfang war er eh viel lieb, oder? Ich meine, er war eh nicht immer so ein Arsch eigentlich. Ich glaube, das hat eh nicht mehr viel Sinn. Ah, das ist der noch nie. Komm, hör auf! Was ist mit dir? Was fällt dir eigentlich ein? Ich hab da gar nichts da! Geisteskranke Schlampen. Ach so, dann bist du der Ben, oder? Ja, und du bist die Mira, oder?
Ja, voll, wieso weißt denn du das? Ja, schöne Gesichter merkt man sich, oder? Lieb, danke. Aber Sophie hat doch gemeint, du bist viel jünger, 15 oder so. Ja, ich bin eh 15. Schau ich recht älter aus. Ach so, nein, aber weil du dich halt auf Einwerbungsfeiern von Kunststudenten rumtreibst, haben wir doch, du bist schon mindestens 18 oder so. So, nein. Aber ich denke, dazu braucht man nur ein geistiges Alter und halt die bestimmten Beziehungen. Ach so, dann waren du eh Connections zur Kunst und ich hast, zirken sie ja vielleicht wieder mal. Ja, warte, aber ich mag nichts in Zufall überlassen. Du kannst mir nicht eine Nummer geben, vielleicht. Ich weiß nicht so recht. Kann sie. Der da kann ja irgendwelche, weiß nicht, Stalker-Feinde oder sowas vom Hals setzen. Na gut, weil du so überzeugend bist und weißt man netterweise auch keinen Stalker auf dem Hals hetzt. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, interessiere mich nicht mehr so für Kino. Viel mehr für Malerei. Ja, Malerei finde ich irgendwie auch ein wenig besser. Ey, cool. Die war schon arg. Kennst du die? Ja, sicher. Die kennt die nicht. Aber was man an ihr taugt hat, sie hat viel Plan vom Leben gehabt, von ihrer Malerei, von der Kunst. Ja, ich meine, ihre Bilder sind halt teilweise schon ein wenig abgedreht, aber hast recht, sie sind voll direkt und ehrlich gewesen. Nee, was will man mehr von der Kunst, oder? Ben, trinkst du auch einen Wein? Ja, bitte. Mittlerweile kennst du meine Unordnung schon ganz gut. Ja, trinkst du oft Wein? Nein, eigentlich nicht. Ich mag Wein nicht so wirklich. Wie ich 15 war, hat er mir auch noch nicht so geschmeckt, aber das kommt dann noch. Man, komm, das war jetzt nicht so gemeint. Es ist eh gescheiter, wenn man nicht so viel trinkt. Ja, ich weiß ja, dass du das nicht so meinst. Ja, hast du das schon gesehen, da gelesen, da gibt es so College-Coaches, die für Schüler, die auf der Spitzenuni waren, die unterrichten die halt für viel Geld. Ja, ja, wenn man es Not hat und das nicht genug Geld. Komm bei. Steffi, hallo. Achso, ja, warte, ich muss einfach kurz, warst du schnell? Ja. Darf ich jetzt nicht mehr in deine Wohnung, oder? Ja, das passt doch einfach nicht so gut. Hast du Besuch? Kann sein. Von wem denn? Kenny? Nein, du kennst ihn nicht. Und jetzt bleib kurz bitte da, ich hole das Zeug schnell, okay? Ja, passt. Oh, bitte. Oh, danke. Wir sehen uns. Tschüss. Und Mädels haben, wie war das? Ja, es geht so. Wir haben extrem viel Rotwein getrunken und einfach über alles geredet, so über Kunst, Sinn des Lebens, Beziehungen. Mhm. Ja, es hat schon dann, weiß nicht, einen Schluss kommen oder so bei dem ganzen Sinieren. Nicht wirklich. Ja. Aber habt ihr über mich auch geredet? Nein, wieso sollten wir über die reden? Ja, wie sollten über mich reden? Hältst du mir jetzt geheim oder bin ich da peinlich oder was ich weiß?
Ich kenne kaum von deinen Feinden, du stößt mir kaum vor. Das ist ziemlich komisch eigentlich. Ben, ich glaube einfach, dass das nicht mehr so... Warte. Was mit? So. Das ist der Christopher. Schau, das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich bin 20, ich brauche keine Kuscheltiere mehr. Aber wer braucht die? Tu das jetzt weg. Ich finde das einfach... Ich hab gedacht am Anfang, dass das heute mich nicht stört, aber es passt einfach nicht. Ja, ich kann ja auch über, weiß nicht, Frida Kahlo reden und Wein trinken, was ich noch für einen Schwachsinn. Geht auch alles, ist ja das Alte wurscht. Jetzt hör einfach zum Diskutieren auf. Ich will einfach wen mit mehr Erfahrung. Wen ödern, der was ein wenig mehr drauf hat, wie Missionarstellung und der was nicht so naiv ist und glaubt, dass er depperte Kerzen im Tag im Raum für genug Romantik sorgt. Mira, danke. Jetzt für mich steht 15 bis 10. Ja, schon ein wenig irgendwie. Ja, es geht irgendwie. Ist halt der einzige Gescheite dabei gewesen und ich weiß es auch nicht. Das ist so komisch. Ja, er ist eigentlich voll lieb und er gefällt mir voll gut und ja, keine Ahnung, es ist eigentlich, es passt voll. Ja. Er geht mir in die Schule. Ja, er müsste jetzt eh dann kommen. Was? Nein. Ich hätte jetzt nicht vorgehabt, dass ich mit ihm gleich am ersten Mal ins Bett hupe. Weil eigentlich bin ich nicht so. Aber ja, es ist irgendwie schwierig, weil vielleicht ja auch doch, weil. Jetzt habe ich eigentlich schon voll lang warten müssen und ich will nicht, dass es hier andere sucht. Ja. Ja. Hey, ich muss jetzt eh aufhören, weil er ist da, okay? Dann tschüss! Danke! Hallo! Hallo! Wie geht's? Gut, dir so? Ja, genau. Wird hergefunden? Ja. Beim ersten Mal, aber zuerst die Bühne verpasst. So. Ja, kannst du ja gleich auf ihre gehen. Das ist so schön. Okay. Suppen. Ja, bitte. Weil ich schon so Hunger. Kriegst du mehr? Bitteschön. Danke. Mahlzeit. Mahlzeit.
So hast du heute gemacht? Nix. In der Schule war ich. Wie war's? Und dann 2 Stunden mit Namen gekommen, dann hat sich niemand gefreut. Wirklich? Wie lange hättest du nicht gehabt? 5. Okay, das verstehe ich. Und für was geht man dann 2 Stunden? Kann man auch gleich haben. Ja. Bringt sie nicht recht viel. Nein. Weil es haust du echt umsonst. Schon ein wenig, oder? Okay. Was hast du da? Ich bin in der Schule geblieben. Was? Ich bin in der Schule geblieben. Weil, ja, heute war es nicht so zart. Wir haben halt nur bis um 1 gehabt. Du weißt schon. Was denn? Das mit uns serviert nichts. Hallo. Es ist voll der Arsch, Alter. Es war einfach alles voll schön und es hat voll gut gepasst. Und ja, und jetzt meldet sie einfach überhaupt nicht mehr und er drückt mich die ganze Zeit weg und ich weiß echt nicht, was ich falsch gemacht habe. Ja, hab ich. Das war eh scheiße. Ja. Ja, er hat mich einfach voll ausgenutzt. Und ich verstehe nicht warum. Ja, du sagst das. Voll, Alter, ich bin durch mit Männern, ohne Scheiße. Ich bleib jetzt allein. Das interessiert mich nicht mehr. Ja, ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Nein, ich möchte eigentlich allein sein, aber voll lieb. Ja, gut, danke. Tschüss.
warte mal, du musst dir was sagen. Ja, das verfolgst mich schon. Ich bin uns Zeit, das war eine einmalige Geschichte, das weißt du hoffentlich, ja. Aber es ist wichtig. Ja, und das ist ja verpiss dich. Mama, Papa, muss ich dringend was sagen? A smile and a happy gaze on flower field summer days. A sweet gentle melody is bringing back serenity. Dark and stormy night, those fond memories just express one wish. I want you to stay, I wanna stay with you all of my life. I want you to stay, I wanna stay with you all of my life. I want you to stay, I wanna stay with you. And now I pray for you, you are.
time. It's looking out, snow and rain. A shoulder for leaning on. Until all pain and sorrow gone.
sick of this. I never wanted to even admit to this. I was into you, but now I'm in too deep. It's over. And now I'm telling you, I may be awake, but I never really opened up my eyes. I don't care if you go.